Ja. Haben wir da was Neues? Ladestation. Lädt Items in Inventar von Spieler in der Nähe. Brauchen wir einen Resonator. Ah, okay, brauchen wir Slicing Spice. Okay, das wäre jetzt zu viel Aufwand. Den da zusammen zu klöppeln. Kikoku, Cursed Blade of Misfortune. Ah, den können wir gar nicht bauen. Okay. Nee, ich wollte das Ding jetzt einfach mal kurz hier aufladen. Okay. Haben wir denn noch energetischer Infantierer? Oder haben wir gar keinen? Okay. Ja, ich mein Jetpack bisher aufgeladen. Best. Haben wir da keinen? Ja, ich mein Jetpack aufgeladen. Okay. Ja, den sollten wir allerdings schon bauen. Den brauchen wir nämlich für die ganzen Elf-Geräte etc. Energetic Alloy. Können wir das? Molten. Vibrant. Ach, das könnten wir mit einer Smeltery ablaufen lassen. Okay. Ja, gut. So. Also das ist was, das würde ich ganz gerne machen. Ja, diese F-Tools mehrere Dimensionen basteln tatsächlich, wo wir einfach mal verschiedene Welten besuchen können, die wir auch verschieden zusammenbauen können. Einfach mal andere Welten besuchen gehen. Das würde ich ganz gerne machen. Aber das ist noch ein weiter Weg bis dorthin. Da müssen wir noch einiges anstellen für. So, da bekommen wir zwei Spulen. Da bekommen wir einen Rahmen. Redstone-Block. Machen wir mal eben. So, wir müssen ja dann später auch eine ganze Stadt versorgen, deswegen können wir das mit dem Berg auf mehreren Welten durchaus anstellen. Energetischer Infundierer, also. Da, da. Weißt du, achso. Nee, ja, da, ja, da. So. Zack, dann haben wir den, dann haben wir den. So, den upgraden wir jetzt aber auch gleich. Nach Möglichkeit. So. Signale. Ach, da geht's schon los. Was braucht man für Signalum? Mischung. Einmal Redstone, Silber und Kupfer. Gucken, hätten wir das Zeug da? Natürlich nicht. Ach nee, dann upgraden wir nicht. Ich hab da jetzt keine Lust, da jetzt noch eine halbe Stunde hier Zeug zusammen zu knittern. So, den Infundierer können wir allerdings gleich auch richtig in die Wand integrieren. Auch so, wie er sein soll. Waffenmaschinen dahin? Würde ich dann gerne so Maschinen basteln, da wo wir im Prinzip ohne ME-System benutzen können. Eben so ein Infundierer zum Beispiel. Und so Sachen. Und wir machen sie dahin. Verlieren wir dann doch ein bisschen viel Kabellage und Zeug dann. Doch, dann machen wir das dahin. Mal kurz eine Ecke frei hacken hier. Gerade nicht mehr, das geht alles. Ich würde nur eine Maschine anschließen. Ja, mit einem Kabel komme ich aber nicht weit. Oh, ein bisschen mehr, so. Müssen wir mal kurz ein Action frei hacken. So. Also, ich sind da mit der Action. Okay, hier kommt dann der Infundierer rein. Genau, dann legen wir hier hinten raus ein Stromkabel. Hep, ouch. So. So, dann können wir doch nicht mehrere Geräte anschließen. Verlegen wir jetzt natürlich erstmal noch so das Ganze. Bis wir dann Energiepunkte haben. Okay. Bis wir dann natürlich mehr Bänke haben, beziehungsweise dann auch noch mehr Bedarf daran ist. So. Guti. So, die Ecke können wir jetzt auch fürs erste Mal so lassen, wie gesagt, das muss jetzt noch nichts Großes sein hier. Ja, ich will jetzt einfach mit diesem Bohrer testen, das interessiert mich jetzt mal, wie der so ist. So, zack, Infundierer, du lädst auf, wunderbar, dann lad mal auf. So, jetzt lädt dann auch 20.000 RF, das ist nicht viel.
wird zerstört, wenn keine Energie mehr ist. So, brauchen wir kein Input, kein Output, kein gar nichts. So, vollgeladen. Jetzt bin ich mal gespannt. Achso, du funktionierst ganz einfach wie eine Spitzhacke quasi. Ja. Haut aber doch recht zügig an. Autsch. Also wenn wir so stark dann einen ganz dicken Bocker zusammenschrauben, können wir da recht Gas geben. Okay. Wollte ich jetzt einfach mal ausprobiert haben. Oder warte mal, wir holen mal eben, ja. Obsidian. Nehmen wir mal eins daher, das ist ein Material, das es in Minecraft gibt. Kannst du das abbauen? Ah, siehst du, da geht's schon los. Okay. Kann man jetzt aber so auch nicht mehr upgraden, ne? Ah ja, doch, tatsächlich. Kann man komplett hoch upgraden. Bis auf den letzten. Crusher. Ach, den baut man direkt. Ah ja, okay. Kann man den dann aber upgraden? Auch nicht. Simply Jetpacks, Komponente, was denn? Achso, Enriched Solarium. Wasserpower Crusher, okay. Da muss man auch komplett eigen zusammenbasteln, okay. Gut, ja, okay. Wie gesagt, wollte ich jetzt einfach mal ausprobiert haben. Aber den können wir trotzdem stehen lassen, denn wir haben ja noch öfter Sachen, wo wir aufladen müssen. Jetpack und so ein Kram. Und das soll ja so ein bisschen Maschinenraum sein hier unten. Maschinen-ME-Raum. Deswegen, das können wir durchaus. Können wir ruhig stehen lassen. Das ist kein Problem. So. Ich überlege jetzt die ganze Zeit. Den Big Reactor soll man den nicht einfach hier mit unten reinpacken und eine kleine Redstone oder Rednet-Schaltung installieren, dass das sich komplett selbst reguliert. Das ist jetzt die Frage, das bin ich jetzt ganz am Überlegen. Ich glaube, das machen wir. Das wir dann auch hier unten mit rein verstecken, weil er soll dann einfach nur die Bänke aufladen, wovon dann das ganze System versorgt wird. Und dort aus. Big Reactor. Achso, das geht ja so gar nicht. Ja. So, nehmen wir mal alles mit vom Reaktor. Ein Rednet. Wir hatten aber zwei Rednet-Anschlüsse. Ach nee, wir hatten nur einen, weil wir ja den Kasten da ferngesteuert haben. So. Rednet-Kabel haben wir auch nicht. Ach, das hängt ja noch alles unten, stimmt ja. Okay, dann nehmen wir mal hier Spitzhacke. Machen wir uns mal noch eine. Wobei, nee, hier nehme ich mal doch mal kurz den Hammer mit. Weil da unten ist ja noch ein bisschen mehr zum Abklöppeln. Flitzen wir einfach mal kurz zu Fuß hin. Da ist ja noch ein bisschen mehr zu abhacken. Der Mund ist auch rund und nicht eckig. Ich mag das Texturenpaket einfach. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und hier habe ich ja nur gesagt, dann können wir dann einfach hier ein paar Mal später durchrennen. Seht ihr ja ratzfatz. Mal eben 36 Steine rausgekloppt. Da haben wir repariert sich ja auch selbst mit der Zeit. Das heißt, da können wir recht lange Gas geben. So. Dann können wir hier mal das ganze Kabelgedöns und alles mitnehmen. Zack, zack, so. Bis dann kann man das hier alles schön rausknupseln. So, das Ding können wir alles mitnehmen. Das kann alles weg. So, die Räumlichkeiten dann, wie gesagt, müssen wir dann alles noch ein bisschen umfriemeln, umbauen später. Aber das machen wir dann, wenn wir das Lagerhaus wieder herrichten. Vielleicht bauen wir es dann auch gleich komplett anders auf, ich weiß es noch nicht. Werden wir einfach mal gucken, einfach mal abwarten, wie sich das Ganze jetzt hier weiterentwickelt. Wie uns dann die Muse küsst. Vielleicht habt ihr da ein paar schöne Ideen, was man da so alles hier und da zusammenzimmern könnte. Würde mich freuen, würde ich sehr gerne entgegennehmen. Ist ja auch für euch. Ich baue das ja nicht nur für mich. Ich möchte das ja auch mit euch zusammen hier aufbauen, alles.
Denn wenn ich nur für mich allein aufbauen wollte, könnte ich einfach in den Kreativmodus gehen und einfach hier durchrennen. Wäre aber nicht Sinn der Sache, ne? So, wäre ein bisschen das Ziel verfehlt, würde ich sagen. Weil man cheatet sich dann doch sofort direkt die dicksten Dinger und alles. Und ja, es ist einfach nichts Gewonnenes hinten dran, dann fehlt einfach so ein bisschen das. Ja, das habe ich mir erarbeitet. Okay, hätten wir die Lichter noch installiert und alles. So. Dann haben wir das meiste Zeug ja aber schon mal mit raus. Haben wir mal kurz Tabula Rasa gemacht, alles leer geräumt hier. Da liegt noch ME-Kabel. Ach so, das hatten wir für den Siebraum hinten, der ja auch total verkorkst war. So. Nehmen wir das Zeug mal mit. Hier noch ein Gäbelchen. Das können wir noch mitnehmen. So, dann haben wir das auch weg. Wunderbar. Die Tanks noch mitnehmen. So. Du musst natürlich jetzt ins einzigste Loch fallen, was hier ist. War ja klar. Okay, also wir hatten tatsächlich nur einen RedNet-Anschluss. Aber jetzt haben wir die Kabel, dann können wir uns kurz einen neuen basteln. Da hatten wir jetzt auch noch Zeug drin, ne? Ach, hier sind sie, die kleinen Bänke. Siehst du, ich wusste doch, irgendwo haben wir sie noch. So, nehmen wir mal kurz alles mit hier. Soweit wie es geht. Alles langt nicht, aber ist kein Problem. Den Rest können wir später mitnehmen. So. Wo ist denn? Hallo? In die Treppe hier. Tropenholz. Haben wir da Treppen da zufällig? Natürlich nicht. Okay. Machen wir das kurz mal mit Steinen. Moment, hey. Habe ich die irgendwann abgerissen, die Treppe? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich. Den ganzen Berg müssen wir dann auch noch stutzen. Das gibt auch nochmal so ein Mega-Projekt. Den ganzen Berg hier noch runterkürzen. Den will ich hier komplett abreißen. Also das soll, ja, das soll komplett verschwinden. Komplett weg alles. Denn ich würde hier gerne ans Haus auch noch so kleinere Gärten anlegen. Gerade mit den Magical Crops jetzt, da kann man, haben wir auch noch ein paar schöne Sachen. Vielleicht mache ich auch noch Botania mit rein, das weiß ich nicht. Da kommen auch noch viele neue Sachen rein. Basteln. Müssen wir aber mal gucken. So, du bist noch eine große, ihr seid kleiner. Das kann alles weg. Weg. Das weg. So. Dann hätten wir das mal soweit. Okay. Ein RedNet-Anschluss. Ich habe eine Reaktor, die mich komplett selbst schweiert. Aufmachen. So. Oh, alles schön.
Redman Tower. Zack, oder Redman Tower. Zack, so, aber Vorteil ist nämlich, den können wir dann komplett sich selbst schleiern lassen, wenn er irgendwie dann nichts mehr dran machen. Er kann sich komplett selbst regulieren. Das Ganze etwas einfacher vom Handling her. Jetzt nur die Frage, wo packen wir den hin? Ich eigentlich nichts dagegen, den da hinten. Eigentlich können wir da noch außenrum entlang bauen, wenn wir erweitern. Aber auch in die Richtung, die Richtung weiter nicht aufkommen. Weil das Ganze unterirdisch läuft. Und für den Industrial-Kraftraum, da ist das Problem, muss man noch gucken. Da würde ich auch gerne so einen Multiblock-Energiepark einsetzen, weil wir da eine kleine Multiplikatorform bauen wollen. Da muss man mal gucken, wie wir das Ganze mit dem Handling machen können. Weil ich dann auch noch eine eigene Mod für brauche. Wenn ja doch ein paar Maschinen da noch ankommen. Ja, das ist ein Radiosystem, auf jeden Fall gerne dann, dass der einfach laufen kann. Und sobald das System voll ist, schaltet er jetzt aber, dass er nicht ewig rennen muss, bis das System mal voll ist. Das wäre mir doch schon ganz wichtig, weil sonst läuft er da ewig schon 3 Tage durch. Und das soll er ja dann auch nicht. So. Zack. Jetzt hier 2, 4, 6, 7. Machen wir wieder 7x7-Reaktor. Das hat ja bisher noch nicht gepasst. Zack, 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 zack. Da. Wir haben beim Eisen, aber das gucken wir jetzt ja eh raus. Wir haben Tonnen von Eisen im System. Auch durch die Quarry kriegen wir theoretisch nahezu unendlich viel raus. Und trotzdem bin ich noch so ein Rohstoffgeier. Oh, ist ja in Ordnung. Darf ja ruhig so sein. So, jetzt haben wir keine Piken mehr, ist natürlich blöd, das jetzt rauszuholen hier aus der Ecke. Müssen wir jetzt mal kurz einen Aufstieg schaffen hier. Nö, das funktioniert ja super. Gucken, ob es klappt. Ja, hat geklappt, okay. Cleanstones haben wir ja mehrere 10.000 im System, können wir ja direkt da reinpacken. Ich brauche bloß noch eine Spitzhacke. So, Steine mitnehmen. Nehmen wir mal 2 Stapel mit und eine Spitzhacke. 2600 Erz. Kohle, Erz im System. Wahnsinn. Sieht mit anderen Erzen aus? Ja, fast 1000 Eisenerz. Ja, also das sind noch versorgt. Das ist. Achso, Eisen habe ich ja zum Glück gemacht. Ja, genau. Da sind wir versorgt, also. Da passiert nichts. So. Gut, dann machen wir das Eck mal noch kurz her. Es ist jetzt gerade ein bisschen dunkel, ich weiß, aber da ziehen wir sowieso gleich einen Rahmen hoch, dann ist sowieso egal, weil da eh zu ist. So. Okay, da noch eine Reihe rein. Zack, 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 zack. So, dann können wir hier direkt schon mal Wand hochziehen, weil hier passiert nichts mehr an der Seite. Da, da, du kommst weg. So. Ach, Quatsch. Eben mach ich schon weg, jetzt mach ich ihn wieder hin. Das ist doch. So, ist jetzt kurz ein bisschen dunkler, aber wie gesagt, hier machen wir sowieso komplett zu. Sieht man also nachher eh nicht mehr. So,
Siehst du? Machen wir direkt zu. So. Da. So. Siehst du, schon haben wir das. Dann machen wir die ganzen Anschlüsse nämlich einfach oben rein. Diesmal.